So, dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen eigentlich wieder Erde. Und von daher, aber ich würde sagen, dann machen wir das mal folgendermaßen. Bevor wir jetzt hier in die Gegend ziehen, machen wir mal drei so Dinger. Wenn wir das so machen, dann müssen wir uns auch vorbereiten. Und die Wassergeschichte können wir mal wieder füllen. So, ich fülle. Ja, euch braucht. Keiner braucht euch. Also, ihr macht ja nichts Sinnvolles. Sonst würde ich euch einsperren und züchten. Aber das ist irgendwie Käsekuchen. Das Ding müssen wir mal zumachen irgendwann. Aber natürlich nicht unbedingt jetzt. Ne? Das brauchen wir nicht jetzt machen. So, hier ist auch wieder so ein. Was habe ich denn jetzt? Was ist das denn hier am. Also wirklich, ne? Ihr seht das jetzt nicht. Aber der hat gerade die Maus rausgeswitcht. Jetzt wird es eben dunkel. Also wirklich. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, welche Tastenbewegungen das sind, die dafür sorgen, dass es, ne, und so. Switcht. Das ist gerade, also wie die F11-Taste, mit der ich ja das Bild groß ziehe oder klein ziehe wieder, ne? Also den Launcher praktisch verkleinere oder vergrößere. Aber ich weiß nicht, was das ist. Und ich habe viele Tasten an meiner Maus, aber die habe ich jetzt gerade zum Beispiel gar nicht benutzt. Also ich habe so zusätzliche Tasten noch. Naja, ist auch egal. Macht ja nichts. Ne? So. Besorgen wir uns erstmal wieder Zeug. Da lassen wir mal zwei von den Dingern. So, hier den Baum können wir eigentlich mal weghauen einfach, ne? Weil, ja, wie gesagt, also mein Verhältnis zu Birkebäumen, ja, gut, habe ich ja jetzt des Öfteren lang und breit verdeutlicht, würde ich sagen. Also ich muss das jetzt nicht immer wieder aufwärmen und meine Abneigung gegenüber diesen Dingern kundtun, weil, ja, so. So, was haben wir denn hier für große? Da ist ein großer und der ist ein kleiner hier drunter. Also den würde ich jetzt schon mal wegmachen. Wir machen das genauso wie drüben. Ne? Also irgendwann wird sich das hier so ein bisschen wieder angleichen auch. Und man sieht, derselbe Mensch hier Minecraft spielt auf dieser Wiese oder dieser Map oder wie auch immer in dieser Welt. Ne? Oder ist das der große? Nö. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich den jetzt doch irgendwie weghacke, hier den zweiten Teil davon oder so. So, komm. Ich mach das hier mal kurz einen Prozess, machen wir. So, und dann kann das ganze Zeug sich nämlich hier verdünnisieren. Und dann, boah, gut, dass es Betten gibt, ne? Das ist so schön. Also wirklich, das ist so mega cool. Mega cool. So. Und dann können wir auch irgendwann anfangen, unser. Okay, das lassen wir. Das lassen wir. Was haben wir hier noch? Das ist auch ein kleiner. Also ein großer, aber ein kleiner großer. Ein großer, kleiner oder was auch immer. Also einer von den etwas höher gewachsenen, aber normalen Bäumen, also in der normalen Größenordnung, nicht die großen. Also ja, normale Bäume und große Bäume, von daher. Ach Gott, mein Herr. So, und wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Ich mache das jetzt so lange. Ich weiß nicht, ich habe heute sowieso, ich hatte heute meinen freien Tag, ne? Das habe ich gestern zu sehr zelebriert, gedanklich. Und habe eigentlich gedacht, ich ja, hau den freien Tag mal dahin, wo die Sonne nicht scheint. Spiele ein bisschen Minecraft, habe ich so gedacht. Ich habe wirklich heute Morgen, das hätte ich vielleicht nicht denken sollen.
Also, ich habe heute Morgen wirklich gedacht, so, ah, ich spiele so ein bisschen Minecraft und so, ne? Weil du hast gestern da eine neue Welt angefangen und dies und jenes. Und das ist halt immer cool. Neue Welt anfangen ist halt immer saugeil. Vor allen Dingen, da, also mit diesem Modpack, das ist ja, ne, nochmal eine andere Sache als hier, ne? Hier ist halt jetzt so, also ich hätte wirklich hier jetzt gut drauf verzichten können, eine neue Welt anzufangen, ne? Also nur, damit nicht irgendeiner denkt, ich stehe da drauf. Also mit dem Modpack ja, aber hier nein, auf keinen Fall. Also ich hätte jetzt lieber die alte Welt behalten und einfach weitergebaut. Ne? Also in der neuen Version dann mit dem Bettchen jetzt einfach mal losziehen, ein bisschen farmen gehen und so. Das wäre schon cooler gewesen. Ne? Aber ja, wie das Leben manchmal so spielt, man kriegt nicht das, was man will, sondern das, was man, ne, und so weiter. So, wir haben, wie viel haben wir denn? Oh, 2 Stacks nur, knapp. Ja, komm, ich muss ja wenigstens das Gefühl haben, dass ich was tue. Deswegen, lass uns das mal eben hier ein bisschen, ne? Lass uns das mal so. Ich meine, hier drauf nachher ein Haus bauen ist natürlich vielleicht gar nicht so die gute Idee, weil wir dann halt echt die ganze Zeit diesen Sandscheiß haben. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ist es vielleicht doch ganz gut, aus dem einfachen Grunde, weil was braucht ein Haus? Oder was hat ein Haus immer? Fenster und Türen, genau. Und ich mache da mal kurz und schmerzlos gerade, also nicht so eine lange Fragerunde daraus machen, sondern direkt Frage-Antwort. Ne, instant, sofort, ich antworte mir selber. Was ich sagen wollte, es sind ja Fenster in den Häusern im Normalfall. Und da brauchen wir Glas für. Das heißt, wir werden hier eine Menge einfach durch den Hausbau, also wenn wir im Keller ankommen zumindest, werden wir halt eine Menge Zeug irgendwie ranschleppen. Ja. Und das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Das finde ich eine ganz gute Sache eigentlich. Und den ganzen Scheiß hier, den können wir ja sowieso, ne? Das können wir ja alles abbauen. Boah, wir brauchen noch echt viel von dem Kram, ne? Sehe ich gerade. Huia, huia, huia. Huia, huia, huia. Okay. Lass uns das mal wegmachen hier. Warum switcht ihr nicht automatisch? Das hätte Minecraft schon lange mal klar machen müssen. Und genau das habe ich damals auch gesagt. Vor vielen Jahren, 13 Jahre her. Und es hat sich nichts geändert. Da, 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 da. Ich finde das cool, wenn das so nachzieht. Also zumindest, wenn das switchbar ist, ne? Also so toggelbar. Finde ich ganz gut. Also das, wenn die Hacke kaputt ist, die nächste, die da drin liegt, direkt nachgezogen wird sozusagen. Genauso wie mit dem Erdklumpen, Klotz-Ding, Stack-Ding. Das fände ich auch cool. So, ich switch mal eben die beiden. Ja, so funktioniert das natürlich nicht, du blöder Idiot. Also manchmal, ne, dann denkst du wirklich, mich haben sie irgendwo, haben sie mich, weiß ich auch nicht. Bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, wo und wer und warum und was. Irgendwie keine Ahnung, scheiße. So, und ich hoffe jetzt wirklich, ne, also inständig, ne, da muss ich die ganze Zeit, denke ich das eigentlich, immer alle paar Minuten denke ich das. Boah, ich hoffe, das bleibt jetzt so und wir müssen nicht bei der 1-0 nochmal so eine Scheiße hier machen. Obwohl dann, wie gesagt, egal wäre, weil auf die 1-0 haben wir uns ja schon vorbereitet. Das heißt, wir haben ja die 1-0, habe ich ja erzählt, wir haben ja jetzt schon dieses Serverpack. Das habe ich ja schon.
1.0. Also zum Release spätestens, da kann ich alles, was vorher war, wenn das bis da kommt, ohne Probleme. Also wenn das sich konvertieren lässt, die Map jetzt ganz normal, bis zum Release, dann haben wir keine Probleme. Dann können wir diese Welt hier, also nicht die Welt, aber dann können wir das Haus, was wir hier bauen, und also da bauen und alles, das können wir dann mitnehmen. Ne? Also das kopieren wir dann einfach hin und her. Weil ich habe eine funktionierende World-Edit-Geschichte auf dem, also das Plugin sitzt mit drin schon in dem Ordner und ist getestet, also funktioniert auch. Also da kann man Schematics mit erstellen und ja, also das kennt ja jeder, Schematics, müsste ja jeder kennen. Und dann würden wir praktisch, klar, wir müssen eine neue Welt anfangen mit der Release-Version, das war sowieso klar. Aber dann können wir unseren Kram wenigstens mitnehmen. Ja? Also dann ist es zwar da drumherum, weil die Items sich dann ändern. Also dann geht das von den IDs, glaube ich. Ich glaube, die Release-Version war, IDs ändern sich zu Minecraft-Namen oder irgendwie sowas. Und das macht jetzt auch wieder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall werden wir dann irgendwann switchen. Und das war ja auch vorher schon der Plan. Ja, ist ja jetzt keine neue Geschichte, so von wegen, oh wow, haben wir ja noch nie drüber gequatscht, weißt du, so. Nein, ist es nicht. Also es ist immer dieselbe Geschichte, die dumme, die ich gerne, ne, also so bin ich, gerne 10-mal erkläre und erzähle, weil ich liebe es, Geschichten zu erzählen und vor allen Dingen mehrmals. Ne? Das ist immer das Beste an der Sache. Nein, Quatsch. Fakt ist, wir können dann, das hätten wir mit der anderen Welt auch machen können, tatsächlich, theoretisch, in meinem Kopf. Weil ich davon ausgegangen war, eben, dass das erst zur 1.0 Release-Version eben passiert alles. Hat es jetzt nicht, das hat also nicht ganz so geklappt, wie ich das dachte. Aber, ja gut. Jetzt hoffen wir, ne, drückt mal alle mit fleißig die Daumen, dass wir jetzt hier bis zur Release-Version immer schön durchkommen, dass das alles so bleibt, wie es ist und dass diese World-Data, die da gesaved wird, halt immer schön dass die immer schön kompatibel ist mit allen Sachen. Müsste aber dann jetzt wohl sein. Also ich würde jetzt erstmal, würde ich auch einen Fünfer darauf wetten, dass das so ist, weil, ja gut, das kann ja nicht zweimal, aus welchem Grund sollte das zweimal kommen? Das macht keinen Sinn, also das wäre auch Bullshit. Ne? Also ich glaube schon, dass das jetzt das wart. Und ich werde natürlich weiter, ne? Also jetzt, also Moment mal eben. Moment. Nur das wäre das für das Protokoll. Also Protokoll an, piep. Oder warte mal, Moment. Protokoll an. Ich gebe zu Protokoll. Ich werde mich natürlich unabhängig von dem, ich trinke jetzt auch sofort mal eben mal zwischendurch, unabhängig von dem, was so passiert hier im Let's Play und was überhaupt so passiert auf der Welt, werde ich mich natürlich, nein, ich werde auf jeden Fall, warte, Moment, Ende. Nein, ich werde natürlich weiter versuchen, in der alten Welt unser Haus rauszubunkern und irgendwie zu safen. Ich muss nochmal einfach suchen, so wie mit dem Texture Pack. Ja. Also da habe ich auch länger gesucht, ne, hab da mitgekriegt, ein paar Wochen gesucht oder zwei Wochen gesucht oder so. Einfach, weil es sehr schwierig ist. Und vielleicht habe ich ja doch noch irgendwie das Glück, dass irgendjemand ein altes Forum hat, wo noch die Links funktionieren und die, ja, das ist bei vielen Bildern auch so, wo dann irgendwie die Bilder damals irgendwo auf irgendeiner Plattform hochgeladen wurden. Ne? So eine, naja, Bild-Sharing-Plattform-Geschichte, wo irgendjemand was aufgemacht hat, hey, hier, ihr könnt eure Fotos hier hochladen und dann könnt ihr die überall teilen mit einem Link und so. Dann braucht ihr die nicht, ne, jedes Mal irgendwo hochladen oder so, neu. Und diese ganzen Dinger, die gibt es natürlich einfach nicht mehr. Also die sind natürlich jetzt weg, weil das 13 Jahre her ist. Ja, also versucht mal, wenn ihr das selber mal versucht, werdet ihr dann merken. Ein Texture Pack hat auch gerade noch einer auf YouTube geschrieben, von wegen, hey, wie sieht es denn aus? Wo hast du denn, dass du überhaupt noch so ein Texture Pack gefunden hast? Ja, 13 Jahre alt und bla bla bla. Ja,
Und das ist auch erstmal Fakt. Ja, also, dass man überhaupt noch Sachen aus der Zeit findet, das ist schon, also, ja, da bin ich auch, ja, was heißt stolz? Ich meine, da kriege ich keinen Orden für oder sowas. Ja, das ist ja Bullshit. Aber nein, da habe ich echt lange gesucht und, das ist ja jetzt nicht so, das ist ja keine Selbstverständlichkeit irgendwie, ne? Dass man, warte. Also ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man jetzt ins Internet geht und 13 Jahre alten Mist findet. Klar, du kannst auf YouTube zum Beispiel, kannst du auch alte Videos finden. Und die bleiben ja auch da. Aber guck mal in die Links rein. Also ich habe Videos gefunden. Ne? Ihr könnt das ja selber mal ausprobieren. Sucht mal ein Resource Pack von der Beta. Irgendeine Beta 1 oder Alpha oder was. Sucht mal irgendwas. Ja, die gab es ja früher. Es gab einige, nicht viele, aber einige gab es ja. Also Resource Packs, also Texture Packs hießen die ja früher noch. Die gab es ja. Also war ja nicht so, dass es die nicht gab. Aber das war damals. Ja? Und heute findest du die Videos, ne? Also ich habe auf YouTube, ach, weißt du, wie viele Videos ich gefunden habe. Du musst erstmal rauskriegen, was gibst du da ein, ne? Also, weil wenn du eingibst, zum Beispiel, was weiß ich, Minecraft, Old Beta oder erstmal Beta 1.2 oder 1.1 war, glaube ich, wo ich gesucht habe. Dann kriegst du nicht Minecraft Beta, sondern kriegst du ein Texture Pack Beta an, also die Beta von einem Texture Pack angezeigt, weil der da nicht, also weil der praktisch Google nicht versteht, wieso suchst du Sachen, die so alt sein würden dann, ja, keiner sucht das freiwillig, warum auch, ja, und deswegen gibt er dir erstmal die Sachen, die heute gesucht werden, das ist eine Suchmaschine, ja, die funktionieren alle nach so Algorithmen und blablabla, also die geben dir erstmal irgendeinen anderen Bullshit, der gar nichts mit dem zu tun hat. Und dann gibst du ein, okay, Old Beta. Ja, weil Old Beta ist ja die Bezeichnung und Old Alpha ist ja die Bezeichnung bei Minecraft. Also dann sagst du dem Google, Dr. Google praktisch, hey, Dr. Google, ich meine nicht eine Beta von irgendeinem Texture Pack, ja, außerdem heißen die heute Resource Packs, also du hättest da auch selber drauf kommen können schon. Aber egal. Und such mal. Du findest nichts, du kriegst nicht das angezeigt. So, dann habe ich das gewandelt, ne? Also die Suche angepasst und habe dann angefangen zum Beispiel Texture Pack, Minecraft Texture Pack 2010. Ja? Dann kommen Videos über Texture Packs, die irgendeinen Namen haben, ja? Und dann steht so ungefähr, also das steht jetzt bei YouTube ja nicht drin, aber ja, dann steht so ungefähr, sollen wir das mit 2010 suchen oder ohne? Das sind die Ergebnisse ohne. Weil der kann da nichts mit anfangen. Weil kein Mensch, also das sind wahrscheinlich 5 Leute auf der ganzen Welt, die pro Monat irgendwie, was weiß ich, oder 3 Leute, wenn überhaupt, die irgendwie sowas suchen und alle anderen suchen das nicht. Ja? Die suchen so einen Scheiß nicht. Deswegen, der kann damit nichts anfangen tatsächlich. Also der weiß nicht, was du von ihm willst sozusagen. Das hört sich jetzt total crazy an, aber diese Suchmaschine, Google oder YouTube, ne, was ja, ne, die wissen nicht, was das soll. Ja, und dann findest du die Sachen nicht. So, und dann kommen irgendwann, wenn du den richtigen, ich weiß nicht, was ich dann alles eingegeben habe, du kannst auch diese Zeit, ne, also du hast ja diesen Filter oben, ja, bei YouTube hast du ja so einen Filter und dieser Filter, den kannst du ja theoretisch, kannst du den ja einstellen, ne? So. Aber du kannst nicht einstellen, ich suche Videos von 2012 oder 2011 zum Beispiel. Ja, sondern du musst irgendeinen anderen Weg finden, wie du das hinkriegst. Ja, also du musst dieser Maschine irgendwie sagen, was du willst, ja. So, und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist irgendwie 2011 oder 10 oder was auch immer da einzugeben und dann zu sagen, okay, Minecraft, alte Version und Texture Packs vor 12 Jahren, ja, oder vor 10 Jahren oder irgendwie so ein Scheiß, ja. Und dann, wenn du zufällig irgendwann mal, du kannst auch nur auf die Einträge gucken, das sind dann vielleicht, weiß ich nicht, 10, 15 so Links, die du kriegst oder irgendwie Vorschläge, die alle nicht sind und einer ist zumindest von vor 12 Jahren. Das steht da, ne? So, von vor 12 Jahren. Den klickst du dann.
Und dann bist du zumindest schon mal in der richtigen Ecke. Ah, es war auf jeden Fall ziemlich schwierig. Und dann, wie gesagt, bei Planet Minecraft, irgendwann habe ich das dann bei Planet Minecraft gefunden, weil die ganzen Links, ich habe dann ein paar Videos gefunden, die gibt es auch noch von vor 12 Jahren, von vor 11 Jahren, von vor 10 Jahren. Ja, die gibt es auf YouTube. Auf jeden Fall, ja. Also da sind eine Menge Videos zu finden noch. Also was heißt eine Menge, aber ich sag mal 10, 15, 20 Stück findest du, die dann, wo von den 10 oder 15, die du dann kriegst, irgendwie einer wenigstens irgendwas wirklich mit einem Texture Pack zu tun hat. Ne? Es gab früher nicht so viele Texture Packs, sondern nur ein paar. Und zwar die, die gut waren, und die wurden auch weitergemacht. Alle anderen, die du vielleicht finden könntest, sind sowieso nicht fertig. Das heißt, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Die ganzen Links, also wirklich zu 99% sind alle Links, die dann unterm Video, na hier der Link zu diesem und was weiß ich mit Bit und bla und allem möglichen, die funktionieren alle nicht mehr. Ja, die sind nicht mehr da. Da kommt immer Error 404 oder was weiß ich, irgendein Scheiß, ja. Von wegen, hey, nee, was ist denn das für eine Seite, gib es nicht mehr. Ne? Also, was auch immer das mal war, heute ist das nichts mehr. Ne? Das ist das, was die mit dir dann machen. Also, die, da passiert nichts. Das nächste ist, dann gibt es damals zum Beispiel, also es gab Sphex, das ist dann DB-Craft und es gab Misa zum Beispiel. Nur mal als Beispiel, ja, ich wollte jetzt nur mal irgendwie ein Beispiel nehmen. Und die beiden zum Beispiel, ja, da sind Links. Und die sind gut gepflegt bis heute, diese Packs. Also Misa gibt es noch. DD-Craft hat sich ja zu einem großen Ding entwickelt auch. Und die gibt es tatsächlich. Und was dann ist, die haben so gut gearbeitet auf ihren Seiten, also auf der Homepage von BD-Craft, also früher Sphex. Das wurde dann irgendwann BD-Craft, warum auch immer, keine Ahnung. Die haben aber so gute Leute da arbeiten tatsächlich, dass die Links, alle die reinkommen von früher, also Minecraft, so und so Forum, bla bla bla, ja. Von da aus und von YouTube unterm Video und so, ja, da stand immer Sphex und ne, da könnt ihr euch das, oder Minecraft Forum oder irgendwas stand da. Und die haben diese ganzen Links irgendwo bei sich reingeschrieben und die alle umgelenkt zu der heutigen aktuellen BD-Craft-Seite. Bei Misa genau das gleiche. Ihr könnt gucken, bei Planet Minecraft, ihr könnt Misa Einträge von, also mit Bildern, auch mit Fotos dabei, also wirklich könnt ihr sehen von Misa, findet ihr, die sind über 10 Jahre alt. Wenn ihr aber den Link dann unten drunter klickt, kommt ihr auf der aktuellen Seite mit der 1.20 so und so von Misa Resource Pack aus. Und die alten Versionen, die gibt es da nicht mehr. Die haben die rausgenommen, weil das wahrscheinlich zu peinlich war oder was weiß ich, keine Ahnung. Naja, gut. Lassen wir das mal beiseite und ja, ne? Machen wir mal gleich hier wieder dasselbe, nämlich ein bisschen.